1908. Der Live-Radio Lask Podcast. Immer Laske, immer Laske, hey, hey. Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen zum letzten Live-Radio Lask Podcast 1908 in diesem Jahr, zu einer vorweihnachtlichen Ausgabe. Wie immer präsentiert natürlich von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Wir blicken heute zurück auf das letzte halbe Jahr, wo sich hier beim Lask einiges getan hat. Und das machen wir mit unserem Geschäftsführer Sport, mit Radovan Vujanovic. Servus, Vujo. Servus. Erste Frage natürlich, was darf es zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein hell alkoholfrei, einen Radler oder ein Wasser vom BWT? Ein Radler. Alles klar, ich nehme Urtyp. Vujo, ein ereignisreicher Herbst liegt hinter uns. Blicken wir noch einmal ganz zurück zum Anfang der Saison im Sommer. Hat sich beim LASK einiges getan. Vor allem ist mit Thomas Sagede ein neuer Trainer gekommen, für den der LASK die erste Station als Cheftrainer der Bundesliga ist. Warum habt ihr euch damals für diesen neuen Weg entschieden, für den Weg mit Thomas Sageda und mit vielen neuen jungen Spielern? Ja, wir sind das ganze letzte Jahr alles analysiert. Wir haben letztes Jahr auch Dritter geworden und das ist jetzt nicht, dass wir unzufrieden waren. Das war nicht Grund. Grund ist so, dass wir gewusst, dass wir 8 Spiele in Europa haben, fixe Spiele. Wir wollen noch intensiver spielen. Wir wollten einfach nach vorne viel mit Pressing, mit jungen Spielern viel attraktiver spielen, in Führungsstriche. Und von da aus haben wir uns entschieden für die jungen Trainer, sage ich jetzt mal, erste Station als Cheftrainer im Bundesliga-Jahr. Aber er hat viele Stationen gehabt. Er war in Deutschland auch bei Oliver Glasner in Wolfsburg, hat auch damals eine andere Station gehabt als Cheftrainer. Und Thomas hat sich sehr gut präsentiert, was wir Gespräche geführt. Er hat uns richtig, unsere Mannschaft richtig gut analysiert, hat gewusst, Stärke und Schwäche. Und mich hat das getaucht, wie der ist einfach akribisch alles analysiert. Und von da aus haben wir auch junge Trainer Chance gegeben. Und ich finde, dass es in meine Augenblick richtige Weg ist, weil ich war auch damals als junge Sportdirektor gekommen und dann war letztes Jahr erfolgreich. Und für die Striche muss man auch junge Menschen Chance geben, auch junge Spieler Chance geben. Und dann kann sie die auch zeigen, weil wenn wir nie junge Menschen Chance geben, da werden immer Ältere dabei sein. Aber ich finde, das ist auch nicht richtig. Und Grund, Thomas ist für mich ein sehr, sehr guter Trainer. Da haben wir auch gesehen, dass ich besonders unsere Mannschaft auch mit 8 Spielen in Europa immer in Bundesliga intensiv hochgehalten, auch in ein oder andere Spiele. Jetzt, wenn wir sehen, Rapid zweite Halbzeit, haben wir leider 98 Minuten 3-3 bekommen. Nicht so Trost, wir sind 3 Tage vorher in Belgien gespielt, richtig gut gespielt und 94. bittere Niederlage gehabt. Nicht so Trost haben wir in zweiter Halbzeit in Wien richtig intensiv gut gespielt, auch gegen Austria Wien, zweite Halbzeit zu Hause. War wir auch nach Europacup-Spiel richtig gut, zweite Halbzeit richtig intensiv gut gespielt. Das heißt, wir trainieren gut, wir arbeiten gut und jetzt einfach belohnt sich auch mit Punkten. Ich sage mal, ganz am Anfang waren die Leistungen noch nicht ganz so überragend. Dazu Kritik gegeben, das gibt es ja nicht. Letzte Saison noch so erfolgreich und dieselben Spieler spielen wieder. Wie bist du jetzt trotzdem mit der Entwicklung der Mannschaft in den letzten Monaten zufrieden, wie sie sich präsentiert hat? Ich muss so sagen, bei uns ist viel schlecht oder alles schlecht in Führungsstrichen. Allgemein meine ich in Österreich, nicht nur bei uns. Ich sehe einfach nicht so, dass natürlich spielst du zu Hause erste Runde und dann war Rapid besser als wir, das muss man fairerweise sagen. Und hat uns, Luki hat uns in 94 Minuten, sage ich jetzt mal, Punkt gerettet. Und natürlich in Graz haben wir meiner Achtung kein gutes Spiel geliefert. Graz war besser und gewonnen und natürlich dann fangen sie Leute zu nachdenken und dann viel Kritik und viele Spieler und große Kader und. Kann man so oder so sehen. In meiner Welt war so, dass wir einfach jetzt mit der Entwicklung zufrieden sind. Ich glaube schon, dass wir einen anderen Punkt uns verdienen in Europa, in Europa League, vor allem in Toulouse oder in Belgien. Das konnten wir ohne Probleme Punkt oder 3 Punkte mitnehmen in Belgien, von allem. Nicht zu Trost haben wir uns mit 3 Punkten in diese Gruppe genommen, wo ich glaube, das war mehr möglich. In Bundesliga muss man so sagen, dass wir in gleicher Zeitpunkt letztes Jahr 30 Punkte gehabt, wo es alles super war und wir jetzt 32 Punkte, wo alles schlecht ist und von da aus, da war dann, genau wie ich habe gesagt, alles schlecht, hier schnell ist alles schlecht. Wir haben 2 Punkte mehr, was mir getaucht, dass wir viele junge Spieler entwickelt, wir haben viele Spieler Chance gegeben. Wir dürfen das nicht vergessen, dass wir letztes Jahr Keito Nakamura verloren,
natürlich riesen Ablöse. Was uns gelungen ist, das ist wir sind geschickt geschrieben im Verein, dass wir so viel, sage ich mal, Ablöse bekommen. Und das ist gut so. Wir sind auch trotzdem Alexander Schlager verloren als Kapitän und Führungsspieler letztes Jahr. Und haben Tobi hat überragend gehalten und haben auch junge Tochiter dann Chance gegeben und er hat gezeigt, was der kann. Das heißt, Entwicklung ist gut. In Europa League konnten wir einen oder anderen Punkt mehr haben, in Bundesliga auch, nicht zu Trost, haben wir 2 Punkte mehr als letztes Jahr, wo alles super war und die Saison, wo alles, sage ich jetzt mal, solide war in vielen Strichen. Ja. Schauen wir auf die Bundesliga, es ist eigentlich eh alles beim Alten wieder, ganz vorne Salzburg, dann 2 Punkte dahinter Sturm Graz und weitere 5 Punkte dahinter dann der LASK. Ist das ein Tabellenstand, wo du sagst, damit kannst du gut leben aktuell? Ja, ich will gerne, dass wir dann vorne stehen. Na, Spaß beiseite ist. Schau mal, uns war 2 Sachen wichtig. Erst einmal, für mich war wichtig, dass wir dann trotzdem junge Spieler entwickeln. Das ist Punkt 1, weil glaube ich schon, dass wir sehr gute Talente haben und die jungen Spieler sollten sich entwickeln. Nicht zu trotz haben wir Europa League gespielt und trotzdem Gegner war keine einfache Gruppe in vielen Strichen. Nicht zu trotz haben wir dann uns gut präsentiert von Liverpool zu Hause, Girona zu Hause und in Toulouse und in Belgien waren wir gut. Einziges Spiel, wo ich sage, wir konnten besser und das war letztes Spiel gegen Toulouse. Und dieser Stand in der Tabelle kann man so sehen, dass wir einfach trotzdem 5 Punkte hinter Sturm, hat Sturm auch Europa gespielt und Salzburg und wir und alle anderen Vereine, was hinter uns stehen, haben sie keine Europa gespielt. Das heißt, wir sind mit Europa, klar Dritter, finde ich, das ist okay, aber wir werden einfach in Rückserie alles dran setzen, dass wir noch besser werden. Lass uns kurz auch über die Europa League nochmal sprechen. Die ist nicht ganz nach Wunsch gelaufen. Ich sage mal, ausgenommen gegen Liverpool waren es immer ganz, ganz enge Spiele. Am Ende war es dann das 3:0 gegen Saint-Gilloise die einzige Punkteausbeute. Warum ist es deiner Meinung nach da nicht ganz so rund gelaufen? Oder warum hat es nicht mehr Punkte gegeben? Es wäre, glaube ich, leicht möglich gewesen, oder? Ja, ich glaube, das ist schon, muss man fairerweise sagen, das ist ein oder anderes Spiel, kann man, sage ich jetzt mal, vor allem in Toulouse oder in Belgien, irgendwo Pech gehabt, Punkt 1. Pech im Fußball kann man das oder so sehen, aber wir hatten auch eine oder andere Chance nicht genutzt. Wir hatten in Toulouse 200%ige Chance. Wir waren zweite Halbzeit besser und wenn wir zum Beispiel diese Chance nutzen, dann werden wir 2-1 gewinnen. Wer konnte mehr, uns war auch ist bewusst, dass wir mehr Punkte konnten wir mitnehmen. Und das ist eine mögliche Erfahrung, was wir denn uns jetzt einfach weiterbringen, weil trotzdem darf man auch nicht vergessen, dass viele Spieler von uns, das ist so, nicht jeden dritten Tag gespielt. Das ist so, das kann man jetzt, wenn wir ganze unsere Karte sehen, Sascha Howard hat von 2 Jahren Konferenz gespielt, das war auch Stammspieler und er hat einfach jedes dritte Spiel gemacht. Wer kann sagen, das ist wirklich Jovic und Stojkovic, auch die Spieler, was jetzt damals auch bei Rotterdam Belgrad oder bei Rapid von einem Stojkovic, hat diese 3 Tage Rhythmus gehabt, viele andere nicht, oder René Renner hat gehabt, oder von mir aus Petr Michal oder Luke Neda, ja, aber als Starspieler jeden dritten Tag zu spielen, das war für viele Spieler auch was Neues, und das muss man fairerweise sagen, und wenn wir dann jeden dritten Tag spielen, ohne Training, und muss man immer Leistung bringen, wann in Europa League ist jeder Gegner gut, das muss man fairerweise sagen, und da gibt es keine 95%, das muss man immer 100% geben. Und da uns hat dann natürlich ein bisschen krank gebrochen, dass wir einfach ein anderes Spiel, diese Chance, was wir gehabt haben, muss man nutzen in Europa League, wenn wir wollten mehr Punkte haben, haben wir leider nicht getan. Ist keine Unterwelt, die glauben schon, dass es eine riesige Erfahrung für uns alle ist, von allem Liverpool, und dann würden wir uns jetzt einfach wünschen, dass wir jetzt in Rückserie, wann werden wir kein Europa spielen, uns richtig auf Cup und auf Bundesliga konzentrieren, und die glauben schon, dass es eine riesige Erfahrung kann man mitnehmen. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du. Urtypisch Zipfer. 5 Runden gibt es dann im Frühjahr noch im Grunddurchgang. Klagenfurt und Hartberg sind die ersten Gegner, sind unmittelbare Tabellennachbarn, die hinter euch liegen. Dann noch WRC Altach und zum Schluss noch das Spitzenspiel gegen Salzburg. Ich meine, dass der LASK unter die Top 6 kommt, das ist eigentlich so gut wie fix. Also da wird wahrscheinlich kein Weg mehr darum vorbeiführen. Wen siehst du noch oben unter den Top 6 dann in der Meistergruppe? Es ist ja alles verdammt knapp dahinter. Ne?
Ja, ich will nicht spekulieren. Für mich ist wichtig, dass wir dann oben stehen und wir werden dann oben stehen. Von da gibt es keinen Weg vorbei. Weil einfach wir sind gut, wir sind jetzt uns gut entwickelt. Und ich glaube schon, dass wir in Rückserie, wenn wir dann ganze Trainingslager ist, jetzt Prinzipien sind auch jetzt klar, was Trainer fordert. Und das finde ich, das haben wir auch gegen belgische Mannschaft oder in Topspielen gegen Salzburg oder Sturm gesehen haben. Von da aus, ich glaube schon, dass wir in Rückserie noch fitnessmäßig noch besser werden kann, weil das ist schon dann zweite Vorbereitung. Und muss man auch fairerweise sagen, diese Saison war so, dass wir auch mit Europa wenig trainieren können. Das war nur Regeneration, Spiel, Regeneration, Spiel. Jetzt kann man dann auch jetzt Woche zu Woche machen. Und von da aus, ich will nicht spekulieren. Für mich ist wichtig, dass wir dabei sind. Ich glaube schon, dass es Rapid noch schaffen werden. Die stehen auch auf sechster Platz. Und aber ich will nicht spekulieren. Ich muss sagen, Harberg spielt richtig gute Saison, richtig gut unangenehm für jeden Gegner. Klagenfurt mit Peter Parkhut muss man auch gratulieren, die machen das gut mit diesem Budget, was der macht, das ist richtig positiv, aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue nicht auf die, ich schaue nur auf uns und ich schaue nicht auf Salzburg, schaue ich nicht auf Sturm, wir schauen, dass wir das gut arbeiten, dass wir noch besser werden, gibt noch Luft nach oben und von da aus werden wir arbeiten. Du hast ja gerade angesprochen, wenn man ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren hat, das merkt man. Ich glaube, man hat es ganz gut gesehen nach dieser Länderspielpause, wo man rausgekommen ist und dann gleich das Spiel gegen Salzburg gehabt hat. Das war, also ich, für mich war das Gefühl, also da die Mannschaft hat, weiß ich nicht, in der einen oder in den zwei Wochen einiges weitergebracht, oder? Ja, das ist jetzt Thema, das ist jetzt für uns ist schon Sommer, sage ich jetzt mal, viele junge Spieler geholt, neue Trainer geholt, neues System, neue Trainingsmethoden und das braucht Zeit. Das war jetzt damals, wenn ich mich erinnere, das war damals Oliver Glasner, hat das erste Jahr in der zweiten Liga, hat auch nicht aufgestiegen mit LASK, weil das hat auch gedauert, zeitlang. Ja. Jetzt haben wir trotzdem geschafft, genau nach dieser Länderspielpause, Salzburg, Sturm, Rapid, richtig, dass wir richtig gegen Top-Gegner besser waren. Dass wir auch gewonnen, aber wir gewonnen war besser. Nicht mit Glück, sondern nicht wirklich verdient. Genau, verdient gewonnen. Mhm. Und das ist das für mich Thema, wo wir sagen, wir brauchen Training. Wenn wir intensiver spielen wollen, wenn wir intensiver Prinzipien wollen, das brauchst du einfach Training. Und das ist keine Alibi, das ist Tatsache. Und das ist das für mich auch einfach gut zu sehen, wie Mannschaft miteinander in Training auch Gas gibt, wie das Trainerstab das fordern. Und ich glaube, dass wir in Rückserie kann man eine Last erwarten, was noch fitnessmäßig noch besser ist. Warum? Weil einfach der Trainer hat einfach Zeit zu trainieren. Glaubst du, dass es heuer um den Meistertitel ein engeres Rennen geben würde als in den letzten Jahren? Und glaubst du, dass der LASK da vielleicht dabei sein kann? Ich glaube schon, dass es auch letztes Jahr hat sich zwischen Sturm und Salzburg eine Rennen zeitlang gehabt und diese Saison werden noch einmal enger zusammenrücken, auch wie letztes Jahr, wie ich habe gesagt, wir sind letztes Jahr gehabt 30 Punkten, glaube ich, Salzburg 42, das ist schon 12 Punkte Unterschied. Und jetzt ist so, dass Salzburg 39 hat, wir 32 und Sturm 37, das heißt, ist ein bisschen enger geworden, das muss man fairerweise sagen. Aber ich will jetzt nicht keine Versprechen haben, was wir werden tun, wir werden Gas geben, wir werden uns konzentrieren, wir werden probieren, dass jedes Spiel was möglich zu gewinnen und dass wir uns weiterentwickeln. Und wenn wir das alles miteinander schaffen, ich glaube schon, dass wir dann einfach ein oder andere regeln können, werden wir es erkennen machen, aber dass ich jetzt verspreche, dass wir auf Titel spielen, werden das nicht machen, weil da werden dann morgen alle schreien, wir wollen Meister werden. Was auch. Gut, wer will das nicht? Ne? Das will jeder. Natürlich schon, aber ich sage noch einmal, wir sind jetzt, wenn wir uns erinnern, wie wir zweimal damals gesessen haben, das war im Sommer, ein Umbruch auch damals, wo neue Trainer gekommen sind, viele neue Spieler haben. Was war unser Wunsch? Obere Playoff. Und ich habe gesagt, damals bei dir, wir werden den obere Playoff haben. Und das haben wir geschafft, dass wir klar Dritter sind. Ja. Mit Abstand Dritter. Und Dritter in Österreich ist das auch nicht schlecht. Nicht zu Trost. Wir wollten uns weiterentwickeln. Ja. Wir sind schon wieder Dritter. Wir sind auch in Europa gespielt. Wir hatten jetzt mehr Punkte als letztes Jahr. Das heißt, Richtung passt. Wo das landet zum Schluss, wenn wir dann nach Saisonende sehen. Ist ja klar. Was waren für dich in den vielen Spielen in diesem Herbst die positiven Aspekte und wo sagst du, in diesen Bereichen haben wir noch Luft nach oben? Positiv, ich habe gesagt, dass wir ein oder andere Spiele, von allem aus, wir sind zu Hause, zweite Halbzeit, wir richtig intensiv nach Europacup-Spiel, intensiv richtig gut gespielt, war wir dominant, wir waren nur in gegnerische Hälfte und dort haben wir dann auch 2-0 Siege gefahren, wo wir klar bessere Mannschaft waren, zweite Halbzeit von allem. Dass wir gegen Sturm, gegen Salzburg, sag ich jetzt mal, in die
zu Hause gegen Sturm bessere Mannschaft war und in Salzburg auch bessere Mannschaft war. Das war nicht Zufall, das war verdiente Siege. Das hat mir richtig getaugt, das war richtig gut. Was negativ war oder sollte besser sein, von allem sehe ich immer Standardsituation. Das bin derjenige, was sage, von Standardsituation konnten wir mehr draus machen. Das ist so. Und gegen Gegner, was hier sage ich jetzt mal, wir sollten dann, sage ich jetzt mal, ich will nicht sagen schwächere Gegner, aber die Gegner, was wir besser sind oder von einzelnen Spielern besser ist, dass wir gegen einfach Gegner, wo wir dann Gegner, was unter der Tabelle Hälfte stehen, dass wir dann diese Spiele dann einfach noch klarer gewinnen können, dass wir dann einfach, wenn einer nach Linz kommen oder wir geht irgendwo auswärts, dass er sagt, jetzt kommt Lars, das wird dann schwierig, da kann man arbeiten, weil wir sehen, dass es viele Spiele knapp war. Wir sind einer der Spiele gewonnen gegen Alltag Beispiel, aber war knapp. Gegen Habeck zu Hause war 0-0, wo Habeck erste Halbzeit bessere Mannschaft war. Haben wir dann wie auch einen Elfmeter gehabt. Nicht zu Trost, glaube ich, dass Habeck in diesem Tag bessere Mannschaft war. Zum Beispiel diese Spiele sollten wir noch klar bestreiten. Und wenn wir das machen, dann gibt es keinen Weg vorbei, dass wir dann noch in Rückserie noch bessere Rolle spielen als dritter Platz. Im Sommer sind viele neue Spieler zum LASK gekommen. Manche haben sich sofort in die Mannschaft reingespielt, andere sind nur zu wenigen Einsätzen gekommen. Wie siehst du denn die Leistungen und Entwicklungen der Neuerwerbungen? Ich meine, einer, der da rausgestochen ist, war natürlich Andres Andrade, aber da haben wir gewusst, was wir haben an ihm, oder? Ja, natürlich. Andrade ist einfach für uns einfach ein Gewinn. Das brauchen wir nicht diskutieren als Verein, als Mannschaft, als einfach eine gute Spieler und eine gute Charakter, eine Persönlichkeit, und dass wir den gewinnen können, haben wir gearbeitet 3-4 Monate. Das ist jetzt nicht nur so gekommen, damals auch bei Robert Schul war auch so, da haben wir dann ein Thema gehabt, dass wir lange arbeiten. Ich bin überglücklich, dass wir einfach Bello bekommen haben, weil das war auch ein Spieler, was jetzt damals Bielefeld, glaube ich, 1,8 Millionen bezahlt und hat abgestiegen und haben wir dann Chance, dem zu bekommen. Das war wichtig, weil wir sehen, dass René Leidasi mit Verletzungen zu tun gehabt, hat dann Bello richtig in gut angesetzt, das muss man so fairerweise sagen. Wenn ich sehe, wie sie jetzt, Maxi Telarov hat sie auch richtig gut entwickelt, wir sehen, das ist Ivan Ljubic hat richtig mit für richtig gute Rolle genommen, wo dann auch sind auch damals Branko Jovic verletzt. Wenn wir sehen, dass viele Spieler sie gut entwickelt, ein oder andere Spieler wie Moussa Kone, er kann besser und das war eine schwierige Zeit für ihn. Darboué, von allem von Rom gekommen, hat auch sehr wenig Einsätze gekommen, war auch verletzt so einfällig. Pinto hat richtig gut gestartet, hat sich leider verletzt. Der baut ihm einfach große Zukunft für ihn in die Rückserie. Von da aus gibt es 3-4 Spieler, wo ich sage, die konnte besser oder muss besser sein. Aber es gibt Spieler, was wir natürlich 4-5 Spieler haben sie richtig gut entwickelt und die hat sie auch Stammspieler geworden. Und wo wir letztes Jahr Dritter ist, haben wir gute Mannschaft gehabt. Da haben wir viele neue Spieler und 4 oder 5 sind einfach Stammspieler geworden. Das spricht für die gute Trostentransfer. Ein oder andere kann besser sein und das werden wir dann in Rückserie, glaube ich, dann die werden kommen. Man soll ja keine Spiele herausheben, aber über einen möchte ich trotzdem mit dir sprechen. Du hast ihn ja auch schon erwähnt. Seit dieser Saison ist der Tobias Laval die neue Nummer 1 beim LASK. Hat mit seinen Paraden viele Gegentore verhindert. War zuletzt sogar im ÖFB-Team mit dabei. Was sagst du zu seinem Auftreten in diesem Herbst? Hast du das so erwartet, dass er gleich so eine Präsenz ausstrahlt? Schon. Das hat man, schau mal, wenn jetzt eine Kapitän gehen, das da war auch bei Pavel Perman war so, wenn Pavel Perman gegangen ist, das hat Alexander Schlager dann als Nummer 1 stehen, dann werden natürlich viele Fragen stellen, geht Kapitän Schlager, junge Torwart, keine Bundesliga-Erfahrung und hat dann Alex richtig gut gemacht. Und zum Schluss jetzt hat sich alles anders entschieden, dass der einfach andere Weg sucht, zu möglich nach Heimat kommen, lange Rede, kurze Sinn. Haben wir gewusst, wir hatten richtig gute Torhüter da hinten. Und das gibt auch mehrere, nicht nur Tobias Laval. Aber Tobi war für uns einfach der Nummer 1 und das gibt keinen Weg vorbei. Darum haben wir ihn auch installiert. Und wir sind gewusst, dass der wird dann einfach gut spielen, dass der so gut spielen für uns alle, dass der Nationalmannschaftsspieler geworden, hat sich verdient. Und ich finde, das ist einer der besten Torhüter in Österreich ist. Vom Parade her, von wie viel der das uns die Saison ab und zu gerettet, muss man so sagen, hat richtig gute Entwicklung. Was mich gefällt bei ihm, der ist bodenständig, er arbeitet. Das ist jetzt nicht so, dass der auf einmal, glaube ich, ich bin jetzt Beste. Das heißt, Tobi ist guter Junge, super Charakter, mit dem hat jeder Spaß, weil er einfach super, super Typ ist. Und dass er seine Qualität hat, das haben wir gewusst. Und dass der so gut spielt, freue mich auch persönlich, weil nicht nur ich und alle im Verein hat an ihn geglaubt. Das muss man so fairerweise sagen, dass der das gut spielt.
freuen uns sehr. Blick mal nach vorne. Die Spieler sind jetzt im Urlaub, 8. Jänner geht's los, dann geht's gleich auf Trainingslager in die Türkei. Was erwartest du von der Mannschaft im Frühjahr? Ja, wie ich habe schon gesagt, wir hat jetzt eine Vorbereitung, sage ich jetzt mal lange Vorbereitung oder ein bisschen länger vorbereitet, das Trainer arbeiten kennen mit Spielern. Das ist schon 4 Wochen. Wir werden 4 Wochen dann nutzen, dass wir dann einfach noch intensiver trainieren. Die Prinzipien klar ist, Standardsituation. Das ist natürlich Frage für Trainer, aber letztendlich, das werden wir viel arbeiten. Wir wollten einfach die Rückserie zeigen, dass wir für jede werden unangenehm zu spielen gegen uns. Und das wollten wir beibehalten, diese Heimstärke, was wir haben in der Bundesliga, wollten wir beibehalten. Ein oder andere Außenspieler mehr gewinnen. Und wir wollen intensiver spielen. Wir wollten noch weitere junge Spieler entwickeln. Das haben wir uns gut getan diese Halbsaison, dass wir viele junge Spieler auf Platz gebracht haben. Von Uso, Marin Ljubicic, Telarov, Belo, Laval, 5 junge Spieler. Wir hatten jetzt einfach so viel Potenzial, dass viele Bundesligisten, viele englische Vereine, italienische Vereine schon ein anderes im Auge hat. Das ist positiv. Das ist positiv gelassen. Das war früher nicht so. Das ist das freut mich einfach sehr. Und wir hatten auch gute Strukturen bei Mannschaft. Wir muss ich einfach auch unsere Kapitän, Vizekapitän Mannschaft, den muss ich loben, weil das ist trotzdem jeder dritte Tag Spiel. Trotzdem ein oder andere Spieler war nicht im Kader, dass es einfach als Mannschaft aufgetreten ist, das haben wir dann auch gesehen und in Rückserie sehen, dass wir noch mehr wachsen, noch mehr zusammen sein und das kann man dann was Großes schaffen, dass wir einfach bis Saisonende, egal wo oben stehen, wo wir möglich träumen kann, aber wir müssen jeden Schritt machen, wir müssen jetzt nutzen, Vorbereitung, dass wir dann noch fitter sein und das ist klare Prinzip, was wir wollen spielen, noch besser sein. Und nun zum Wetter vom Mars. Heute erwartet uns ein trüber Tag mit maximal minus 63 Grad. Es wird sandig mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Es bleibt staubtrocken. Unsere Erde ist nicht erneuerbar, Energie schon. Deshalb verändern wir uns und unsere Energie. Klimaneutral und unabhängig bis 2035. Energie AG. Energie, aber gut. Jetzt im Winter dreht sich natürlich das Transferkarussell. Im Europacup ist der LASK nicht mehr dabei. Das fällt dann im Frühjahr weg. Heißt das jetzt, dass der Kader im Winter noch etwas verkleinert wird, dass der eine oder andere Spieler abgeben wird? Oder was wird sich tun transfermäßig beim LASK im Winter? Ja, das werden sehr eine Gespräche führen, muss man fairerweise sagen, weil einfach wir spielen nicht Europa. Ein oder andere Spieler sind natürlich nicht mit Einsatzmitteln zufrieden. Auch verständlich ist, das ist okay so, weil wenn einer nicht dabei ist oder spielt nicht und zufrieden ist, dann ist er auch fehl am Platz. Von da aus, das ist okay so. Darf man nicht Unruhe machen, aber nicht zu Trost. Da muss man dann nicht zufrieden sein. Und dort werden wir einfach Gespräche führen mit Spielern, was nicht zufrieden ist, mit Spielern, was wir auch nicht zufrieden ist. Es gibt einander Spieler, wo wir sagen, okay, die hat nicht gut geschlagen, wo sie gekommen ist, bla bla. Das werden wir das viel machen, das werden wir viel arbeiten. Und ja, muss man so sagen, ich sehe auch auf Trassenmarkt, sehe nicht einfach 31 Kaderspieler, das ist ja nicht so, nur ich habe jetzt nur ein paar Maximum, was wir gehabt haben, in ganze Halbzeit war 22 Spieler auf dem Platz. 3 Spieler sind in zweiter Mannschaft, 3 Spieler sind lang verletzt. Das heißt, wir haben noch nie gehabt 25 Mann-Kader oder 25 Spieler auf dem Platz, das muss man fairerweise so sagen. Nicht zu Trost, wenn wir sehen 31 Spieler, dann ist Kader groß. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Amsel jetzt erst einmal in zweiter Mannschaft ein paar Spiele gemacht hat. Dass Letat und Philipp Zwacek sind auch in zweiter Mannschaft. Die trainieren nicht mit Kampfmannschaft. Dass wir Tauich haben, was Kreuzbandriss gehabt, lange verletzt ist. Dass Wiesinger noch nicht eine Training mit Mannschaft gemacht hat, schon über ein Jahr. Das heißt, das ist jetzt Kader, wenn man Kader sehen ist, dann natürlich ist es groß. Aber das muss man so sagen, dass uns jeder Spieler, was da geblieben ist, gut getan, weil wir hatten eine andere Trainingseinheit gehabt mit 16 Leuten, vor allem zum Schluss. Ja. War ab und zu ein Spieler krank, wenn wir sehen, zu Austria Wien. Wir fahren dort und auf einmal ist Robert Schul und Sascha Howard krank geworden. Das war Wahnsinn. Und da haben wir dann auf einmal 18 Spieler gehabt, nicht mehr. Und von da aus, das hat uns gut getan, dass wir so große Garde gehabt zum Schluss. Ja. Aber wir werden jetzt einfach Gespräche führen. Natürlich gibt es einen oder anderen Spieler, was nicht zufrieden ist mit der Situation. Das werden wir dann schauen, dass wir das lösen. Aber das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, welche Spieler das alles betreffen. Das werde ich einfach erst mal mit Jungs sprechen. Das werden einander oder andere Spieler auf uns zukommen, was schon passiert, weil die nicht zufrieden mit Minuten sind. Blickt man noch abseits der Kampfmannschaft auf die anderen Mannschaften, auf die Amateure, die in der Regionalliga derzeit auf Platz 7 liegen. Und dann gibt es noch die Frauenmannschaft, die
Tabellenführer in der zweiten Bundesliga ist, am sehr guten Weg Richtung erste Bundesliga. Wie bist du mit denen zufrieden? Ja, wir, muss man so sagen, bei freier Mannschaft muss man gratulieren, weil das ist Entwicklung von freien Fußball ist gut. Das brauchen wir nicht diskutiert. Letztes Jahr Aufstieg und jetzt in zweiter Liga erster in Cup richtig gut gespielt und das muss man fairerweise sagen. Das ist, wir sind sehr zufrieden. Bei zweiter Mannschaft war Anfang Saison nicht optimal. Muss man sagen, mit Luka Pavlovic hat da von U18 eine Akademietrainer zur zweiten Mannschaft gegangen. Richtig gut gemacht, viele Punkte geholt, 7. Platz in der Regionalliga, ja, ist okay. Aber mit uns geht es jetzt nicht um Platz. Wir wollen junge Spieler entwickeln. Wir wollen einfach, dass es ein oder andere Spieler sich zeigen für die Kampfmannschaft. Das ist einfach Weg, was wir in Zukunft werden für uns. Und Platz, dort ist das nicht Priorität, dass wir, wenn wir das schaffen, Erster zu sein, mit jungen Spielern, mit Entwicklungsspielern, Potenzialspielern, bin ich zufrieden. Aber dort geht es um Entwicklung der jungen Spieler und die, was von Akademie kommen, Talente, dort erst mal Fuß fassen in richtige, sage ich jetzt mal, erwachsene Fußball und dann Richtung Lachs zu gehen. Und von da aus, mit der Entwicklung ist okay, aber Platz schauen wir uns nicht jetzt an. Am Platz, beim Platz werden wir nie zweite Mannschaft messen. Weihnachten steht vor der Tür, Bruno, wie schaut es an Weihnachten aus, wie wirst du die Tage verbringen? Ist ein bisschen Zeit, ein bisschen auszuspannen oder mal runterzukommen? Ja, wahrscheinlich wird es trotzdem ständig das Handy läuten bei dir, oder? Ja, bei mir ist jetzt so, dass ich bleibe hier. Ich mache einfach meine Hausaufgabe, ich arbeite, weil das hat jetzt auch Trainerstab und Mannschaft, sie verdient Urlaub, wie alle anderen arbeiten, weil einfach geht um Transferperiode, geht, ich habe gesagt, ein oder andere Spieler, was nicht viele Minuten bekommen, Lösungen zu finden, Lösungen zu suchen, kann sein, dass wir einen Spieler verleihen, egal wo. Das geht einfach viele Gespräche und dort gibt keine Urlaub, ich habe keine Zeit für das, muss man fairerweise sagen. Aber das ist auch gut so, weil ich will einfach, dass wir in der Rückserie noch besser werden. Das heißt, das muss man dann schauen, dass wir in alle Richtungen arbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel kommt auf einmal eine Top-Spieler auf den Markt, wo wir einfach uns verbessern und sofort helfen, dann muss man auch überlegen. Aber das ist nicht Priorität. Priorität, dass wir einfach ein oder andere Spieler, vor allem junge Spieler, möglich verleihen, wo der dann mehr Einsatzminuten bekommt. Und dass ein oder andere Spieler, was jetzt wir nicht zufrieden sind oder die sind nicht zufrieden, einfach Lösung finden für die, dass wir dann, wenn wir 8. nach Türkei fliegen, dass wir dort ganze Kader haben und mit dieser Kader drin arbeiten, was dann gegen Salzburg auflaufen. Und nicht, dass es dann während dieser Vorbereitung 3 neue gibt oder große Kader ist oder die Spieler, was nicht zufrieden ist, trotzdem in Flieger, das ist auch nicht optimal. Das heißt, da werden ich versuchen oder wir versuchen, das Lösung zu suchen, dass wir einfach, wenn wir das nach Türkei fliegen und von Türkei zurückkommen, dass diese Kader stehen und diese Kader sagen, okay, das ist Kader, was wir in Rückserie gehen. Und das ist jetzt meine Arbeit und Weihnachten ist schön. Das werden wir einen Tag oder 2 Tage dabei sein bei Familie. Nichtsdestotrotz, meine Telefon klingelt und ich muss arbeiten, weil hat jetzt Spieler haben viel gearbeitet, Trainerstab hat viel gearbeitet, Fans hat richtig uns Mannschaft unterstützen und von da aus jetzt ist meine Zeit, dass ich arbeite und dann schauen wir, was jetzt rauskommt. Was sind deine Wünsche ans Christkind? Ja, nur Gesundheit. Ich wünsche mir einfach nur Gesundheit für uns alle, für die Familie natürlich, für die Glas-Familie. Ich wünsche jeder frohe Weihnachten, eine gute Rutsche ins neue Jahr. Und für mich ist wichtig, dass sie gesund bleiben. Wir vergessen, dass vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren eine Corona-Pandemie gegeben ist. Das vergessen wir viele, weil das ist, Leben ist schnelllebig. Jetzt habe ich habe 3 Kinder und 3. Kind ist schon erst Jahr in Schule. Und wie das ist gestern geboren ist, das ist so. Und da wünsche ich mir nur Gesundheit, dass wir alle gesund bleiben, dass es einfach in Welt einfach Ruhe kehren, keine Krieg mehr und. Das ist jetzt einfach mal ein bisschen, wenn wir das links oder rechts schauen, wir schauen nur jetzt, heute, wenn wir einmal Spiel verlieren, ist alles negativ. Nicht zu Trost, ich glaube, dass wir, wenn wir gesund sind, muss man froh sein, das ist Punkt 1. Und wir werden arbeiten, dass wir besser werden. Nur Gesundheit, einfach Frieden und alles andere kommt von alleine, wenn wir gut arbeiten. Ui, dann sage ich herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für den Podcast. Frohe Weihnachten und auch frohe Weihnachten an alle LASK-Fans, die zugehört haben. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Danke, Bruno. Dankeschön. Ja, und danke an euch wieder fürs Zuhören auf www.liveradio.at, auf Gewinnspiele. Da habt ihr wieder für den Urtypen des Monats abgestimmt und im letzten Monat habt ihr Sascha Horvath gewählt. Für 3 Gewinner gibt es wieder jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Den Live-Radio Lask Podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.liveradio.at, in der Live-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.
Falls ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden habt, eine E-Mail an podcast@liveradio.at schicken. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, bis zum nächsten Jahr. 1908, der Live-Radio-Lask-Podcast.